Willkommen. In diesem Video und in dieser Mindmap geht es um das Assessment Center. Und wahrscheinlich werden es auch wieder zwei Teile mindestens werden. Halten wir zunächst mal fest, was ist der Grundgedanke, wo gehört das hin überhaupt? Grundgedanke, der Grundgedanke verrät dann, wo es hingehört. Wenn man das einfach mal übersetzt, dann ist das das Beurteilungszentrum. Beurteilungszentrum. Und was heißt das jetzt wieder? Das ist ein mehrtägiger praxisnaher Test. Ein mehrtägiger praxisnaher Test. Das heißt, wir sind im Bereich der Personalauswahl, aber wir sind auch im Bereich der Führungskräftequalifikation. Ja, also halten wir das fest, Anwendung. Personalauswahl, allerdings nicht grundsätzlich, sondern wenn es um höher qualifizierte Positionen geht. Ne? Personalauswahl für höher qualifizierte. Ja. Da setzt man ein Assessment Center durchaus gerne ein, seit vielen Jahren. Also das kam irgendwann. Wann kam das? So Mitte der 80er Jahre wurde das in Deutschland populär. Ja, ist so fast 40 Jahre, dass man Assessment Center einsetzt. Und dann auch Führungskräfteschulung. Führungskräfteschulung, Führungskräfteauswahl auch. Ne? Auswahl und Schulung schreibe ich mal. Auswahl und Schulung. Ja, wenn es darum geht, dass eine gewisse Zahl von Menschen geeignet sind für bestimmte höher qualifizierte und auch besser bezahlte Positionen, auch dann macht man unternehmensintern gerne Assessment Center, um zu schauen, wer ist jetzt wirklich geeignet. Also auch ein Auswahlverfahren hier. Wer ist die richtige Führungskraft? Und durchaus wird es auch eingesetzt im Bereich der Schulung, dass man anhand des Assessment Centers gewisse Stärken und Schwächen feststellt und darauf dann Schulungskonzepte aufbaut. Ja, also relativ vielfältig anwendbar. Insgesamt sind wir hier im Bereich von Personalmanagement, ne, Personalauswahl und auch Personalentwicklung. Da würde man das einordnen. So, wie macht man das? Wir haben gesagt, es ist ein mehrtägiger praxisnaher Test. Und schauen wir uns mal einfach an, beispielhaft Test. Verfahren, also was macht man so in Assessment Center? Und ich kann jetzt natürlich nur auf allgemeine Beispiele zurückgreifen. Es gibt seit einigen Jahren eine Tendenz zu sehr unternehmensspezifischen Assessment Center, wo man also wirklich die Fähigkeiten und Fertigkeiten testet, die ganz konkret in diesem Unternehmen verlangt werden. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht als Beispiel servieren. Also bleibe ich bei allgemeinen Beispielen. Das erste ist Verteidigung eines Referates. Also das bedeutet zwei Dinge. Einmal, dass man referieren muss zu einem bestimmten Thema, ne, kurz und knackig. Und dass man dann durchaus auch attackiert wird und das Referat verteidigen muss. Dann die berühmte Postkörbchenübung. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, aber das ist so ein Klassiker. Postkörbchenübung. Also das ist die Situation, die sich jemand vorstellen soll, dass er also morgens in sein Büro kommt und da verschiedene Aufgaben in seinem Postkörbchen findet, deswegen Postkörbchenübung. Und er muss diese Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit ordnen. Ja, also da geht es darum, Aufgaben ordnen nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ja, und wenn Sie so die klassischen Lehren des Zeitmanagements kennen und können, dann wissen Sie, dass Dringlichkeit und Wichtigkeit zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und dass man dadurch sogar eine Achse, ein Koordinatenkreuz aufspannen kann. An der einen Achse steht Dringlichkeit, an der anderen Sache steht
Wichtigkeit. Und dann gibt es Dinge, die sind dringend unwichtig, aber es gibt Dinge, die sind dringend, aber überhaupt nicht wichtig. Und es gibt Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringend. Ja. Also Dringlichkeit und Wichtigkeit muss man unterscheiden und hier wird getestet, ob das jemand unterscheiden kann. Er findet also verschiedene Aufgaben und muss sie nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisieren und dann auch eine Entscheidung treffen. Oft, was macht er jetzt zuerst? Er oder sie, was macht er zuerst? So, dann, was man auch gern macht, ist Testen des Organisationsvermögens, also Organisation von irgendwas, zum Beispiel eines Kongresses. Ja, da muss man also bestimmte Aufgaben in eine logische Reihenfolge bringen, erstmal die Aufgaben als solche erkennen möglicherweise oder sie sind vorgegeben und man muss sie in eine bestimmte Abfolge bringen. Und was haben wir noch? Eigentlich sollte es vor dem Verteidigung des Referates, sollte es eigentlich davor kommen, Vorbereitung eines Kurzreferates. Kurzreferates und zwar oft gerne als Rollenspiel. Also man bekommt eine bestimmte Rolle zugewiesen. Sie sind der Finanzchef, Sie sind der Controller, Sie sind der Marketingmensch, was auch immer. Und soll dann aus dieser Perspektive ein Kurzreferat vorbereiten, um es dann, jetzt muss ich das dann nach oben schieben, um es dann im nächsten Schritt zu verteidigen. Also so ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Ne? Also erste Übung, kurz Referat vorbereiten in einer bestimmten Rolle und dann diese Rolle und dieses Referat auch verteidigen. Und es ist manchmal sogar so, dass anderen dann vorgegeben wird, bestimmte Punkte zu attackieren und dass man Dinge konträr auch anlegt, ne? Dass das die Interessen der einen Rolle, der Interesse des, der anderen Rolle widersprechen, wie das oft in Unternehmen ja auch der Fall ist, dass der Controller und der Finanzchef Dinge anders sehen als der Marketingchef. Der Marketingchef gerne mehr Budget hätte und der Controller und der Finanzchef sagen, nee, können wir aber nicht und so weiter. Ja, also diese Konflikte, die Unternehmen ja tatsächlich bestehen, überträgt man gerne auf diese Testverfahren, vor allem hier bei diesen ersten beiden Punkten. So. Dann schauen wir uns noch an die formalen Merkmale. Ja, ein Assessment Center hat ganz bestimmte formale Merkmale, dass es zum Assessment Center wird. Und ich denke, das machen wir in Teil 2 dieser kleinen Videoreihe. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.